Also, der schlechteste Präsident von Amerika seit jeher ist der Donald Trump. Barack Obama ist ein guter Präsident gewesen, weil er nicht so eine grosse, freche Schnur hatte und hat nicht die fähigen Leute einfach fristlos gekündigt. Und der Donald Trump, der kämpft immer mit der Fake News, aber in Wirklichkeit ist er ein Fake-Präsident, ein falscher Präsident, ein Lügner-Präsident. Und man muss Donald Trump so schnell wie möglich abwählen, weil das ja noch der Richard Nixon besser gewesen als der Donald Trump. Und der Donald Trump, der tut einfach nur die Leute anlügen. Alles, was er sagt, ist gelogen.